I'm Paris Hilton, and you're watching Freakish. Hallo und herzlich willkommen zur Special-Sendung Freakish All Over the World. Da wir so viele Länder in verschiedenen Kontinenten bereist haben, möchten wir euch die besten Erlebnisse nicht vorenthalten. In der heutigen Sendung nehmen wir euch mit nach Thailand, Miami, Las Vegas, Bali und Mailand. Also beinahe rund um die Welt. Und los geht's nach Asien, genau gesagt nach Thailand. Mit den zwei Gewinnern unseres Wettbewerbs reisen wir nach Koh Samui und Koh Phangan. Wir lernten nicht nur die Kultur kennen, sondern feierten auch an der legendären Full Moon Party. Auf der Trauminsel Koh Samui machte sich Zoe damals mit der Kultur und den Traditionen der Thailänder vertraut. Ein Besuch an der berühmt-berüchtigten Full Moon Party auf Koh Phangan durfte natürlich auch nicht fehlen. Pünktlich zur Spring Break Zeit waren wir in der Küstenstadt Miami und feierten unter anderem mit Roger Sanchez im berühmten Mickey Beach. Danach flogen wir in die Wüste, nämlich nach Las Vegas und waren an der Weltpremiere des neuesten James Bond Streifens Spectre dabei. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party. Pünktlich zur Spring Break Zeit flogen wir in die USA nach Miami und feierten mit Studenten aus der ganzen Welt. Nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation. Nice to meet you. Nice to meet you as well. How are you? Very good. More about that, what you think about Miami? I mean, you've been here since years, and what's the difference between, I don't know, 20 years ago and now? Well, you know, the crowd definitely, it's gotten so much bigger since dance music has exploded in America. So it used to be very much only for DJs, and now it's just become this huge, massive week of huge events like Ultra Music Festival. Miami. I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Rangay Mountain Pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees. In die Wüstenstadt Las Vegas zog es uns vor etwas mehr als einem Jahr zur Premiere des neuesten James-Bond-Streifens. Ach, das viele Reisen kann wirklich geschlimmt sein. Passend dazu hier der Kinotipp mit den schlimmsten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Kinotipp. Ja, heute gibt es eine Ladung an Kindheitserinnerungen, nämlich mit den Schlümpfen. Ja, die uns schon bekannte Schlumpfine stößt auf ein Zeichen, dass das verlorene Dorf doch nicht nur auf eine Legende basiert. Ohne Erlaubnis von Papa Schlumpf macht sie sich mit ihrer kleinen Schlumpfengang auf den Weg zur Suche. Unterwegs müssen sie noch den verbotenen Wald überqueren. Wir alle kennen diesen Ort. Die magischen Pilzhäuser, die engen weißen Hosen. Wie bitte? Und all die Besonderheiten. Künstlertypen, Hitzköpfe, Sorgenkinder. Und manchmal mache ich auch blau. Scherzkekse, dunkle Gestalten, Schnüffler. Was geht denn da ab? Aber eins haben sie alle gemeinsam. 100! Es sind alles Kerle. Und jetzt ein Fingerliegestütze. 1, 2. Bis auf eine. Das Lumpfine!
Stöckelschuhe? Natürlich darf Zauberer Gargamel nicht fehlen und ihm entgeht der Plan der Schlümpfe nicht. So möchte er das Ziel schneller erreichen. Auf jeden Fall wird schlussendlich das große Schlumpfgeheimnis enthüllt und ihr dürft live dabei sein im Kino. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das verlorene Schlumpfdorf. Zeit für einen Landausflug. Ich mach so. Und sie alle so, oh nein, Gargamel. Und ich so. Ich glaube, meine Vorräte kommen mir wieder hoch. Was ist so lustig? So sieht es also aus, wenn du Dünnpfiff redest. Weißt du was? Um eine gute Partynacht zu erleben, musst du gar nicht um die Welt reisen. Was es Gutes in deiner Nähe gibt, siehst du jetzt in den Party Tips presented by The Body Shop. Los geht's am Samstag mit Dreamcatcher im Alice Chu. Die zwei australischen Zwillingsschwestern alias Nervo kommen ins Kaufleuten. Wickfield wird die 90s Party im Aura am Samstag, 22. April, so richtig einheizen. In München wird zwei Wochen lang die Frühlingswiesen gefeiert. Zurück in Europa macht der Sala für uns eine Rundreise in Apulien und besuchte DJ Luciano und Dennis Ferrer vor ihren Gigs. Ebenfalls in Italien, in Milano, waren wir an der Fashion Week und begleiteten Paris Hilton zu ihrem Gig als DJ. Von Bari bis ganz in den Süden Apuliens hat uns Salah damals mitgenommen und gleich zwei hochkarätige DJs vor ihren Gigs angetroffen. Hello and very welcome, DJ Luciano in the house here in South Italy. How are you today? Should I take it? No. I'm very good. I'm very happy to be here back. It's like it's been a long love story with the partners of Gwendalina and the Blue Bay. So I'm very happy to be here back and looking forward for the gig. Yeah. You have a very busy summer. Yes, it's always summertime is always busy because we have twice a week Ibiza and the rest of the world, because we have of course to, you know, you have to be have a little part of it everywhere, so you try to do as you best I can. Yeah. You see, I'm still a little bit of jet lagged. I'm like, it's been two straight nights of partying, and it's like, yeah, it was a great time in Barcelona. Like dark hair time in Barcelona, then a blonde hair time in Ukraine? No, I can't have any of that kind of time. So we cleared that. I need to be good boy. And you need your energy for the music? Yeah, definitely, you know, it's a job, it's gotta be professional about it. Amazing, having so much fun at Milan Men's Fashion Week. What means fashion for you? I love fashion. I love style. I love traveling the world. And coming to Milan is the fashion capital of the world. It's amazing. I love music. I love making people happy and dance. It's the best job in the world. But why you decide to do that job? Well, I've been hosting parties for years now and always have like ruled the party. I love music, so I learned the whole trade and now I'm doing it and I love it. It's amazing. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber mich hat das Reisefieber wieder total gepackt. Ich bin auch sehr gespannt, wohin die nächste Reise geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Freaks.